Die Russen haben schon in Kaliningrad, früheres Königspark, die Raketen auf Europa gerichtet. Sie haben schon angedroht, diese bei einem Angriff auf den Iran einzusetzen. Denkt daran, die Bomben sind schon mehr als 10-mal so stark wie die auf Hiroshima. Das weiß auch die USA. Deshalb bremsen sie erst einmal den israelischen Kriegsdrang. Amerika entwickelt eine Munition, die magnetisch abgeschossen wird und dadurch doppelt so schnell und doppelt so weit schießen kann, mit doppelter Durchschlagskraft als die herkömmliche Munition. Damit aber wird Amerika erst in 4 Jahren fertig. Also muss sie erst noch einen Angriff hinauszögern und glaubt dann, eine Chance gegen die chinesischen Soldaten zu haben. Bis dahin arbeiten ihre und die israelischen Dienste verdeckt im Iran und töten die iranischen Atomwissenschaftler à la James Bond. Hallo? Als ob die Chinesen nichts entwickeln würden. Aber ein Weltkrieg ist unbedingt notwendig, will die Geldelite an der Herrschaft bleiben. Die Marktwirtschaft liegt in den letzten Zügen. Also bleibt der Geldelite nur ein weltweites Monopol von oben. Und da muss der Chef ausgekämpft werden, USA oder China. So ist das in der primitiven Klassengesellschaft. Eben ein Auslaufmodell. Es müssen aber wie im Zweiten Weltkrieg eine Unmenge von Produktionsfabriken zerstört werden, damit es wieder eine wesentliche Nachfrage nach Produktionsmitteln geben kann. Außerdem können die Entwicklungen für einen Weltkrieg wieder für den Konsum eingesetzt werden. Toll, ein Weltkrieg im Atomzeitalter bedeutet aber die Ausrottung der Menschheit. Da der Verlierer in einem konventionellen Krieg zu den Atomwaffen greifen wird. Bevor er untergeht, denkt er, dann sollen alle untergehen. Es wird zwischen China und Amerika keinen Sieger geben, nur Verlierer. Auch wenn Amerika jetzt einen Flugzeugträger wegen Geldmangel aus dem Persischen Golf abgezogen hat, weil die USA damit mehrere hundert Millionen Dollar spart, heißt das aber nicht weniger Krieg, sondern der wird mit Drohnen einfach effizienter. Link 28. Produktion optimieren, Krieg optimieren. Aber das endet beim Atomkrieg. Aber vor diesem Affentheater kommt noch der Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung. Die amerikanische Regierung hat sich darauf schon vorbereitet. Das Heimatschutzministerium hat bereits 7000 Schnellfeuergewehre gekauft, Link 29. Und damit jeder gleich weiß, auf wen diese Gewehre zielen sollen, hat das Heimatschutzministerium 2 Millionen Zielscheiben geordert, mit Fotos von Kindern, Schwangeren, Kleinkindern etc. mit amerikanischem Aussehen, damit die Schutzgarde schon mal lernen kann, die Hemmungen zu überwinden, bei Aufständen und Notstandsgesetzen auf Landsleute zu schießen. Link 30. Die Waffenungleichheit zwischen Staat und Bürger wollte Obama schon damit wahren, dass er den Besitz für Zivilisten von Schnellfeuergewehren verbieten wollte. Und mit Aufständen ist zu rechnen. Allein die Obdachlosigkeit ist schon so groß wie während der großen Depression 1929. Link 31. Mit den Aufständen ist schon ab 2015 zu rechnen. Dann, wenn in China die Blase mit den 64 Millionen leerstehender Wohnungen platzt und Konjunkturprogramme keinerlei Wirkung mehr zeigen, da die Gutverdiener sowieso schon alles haben. Die Opposition wird es dann in Amerika wirklich noch sehr schwer haben. Aber Schießereien mit dem Staat sind die Arbeiter dort schon von den 70er Jahren gewohnt. Ich erinnere nur an den Bergarbeiterstreik in Allen County. Link 32.
in Europa, Lateinamerika und wahrscheinlich auch in China sieht es ganz anders aus. Die Arbeiterklasse in Südeuropa, Frankreich, Argentinien und Mexiko, sie sind schon viel weiter und führen schon Betriebe in Selbstverwaltung durch, womit sie dann ein planvolles Wirtschaftssystem aufbauen können, welches die Ungleichgewichte in der Welt mit gleichem Lohn für gleiche Arbeit und mit der Freigabe aller Patente und Lizenzen für alle Arbeiterstaaten abschaffen kann und diesen Albtraum der Eliten beendet. In Spanien Link 34, Portugal Link 35, in Griechenland Link 36. Sind die Arbeiter schon ohne Unterlass am Demonstrieren. In Deutschland lassen sie denen erst einmal den Vortritt. In Klammern, es ist immer sicherer, in ausgetretenen Pfaden zu gehen. In China streiken und kämpfen die Arbeiter schon doppelt so viel wie in Deutschland. In Vietnam haben sie schon 300 unabhängige Gewerkschaften erkämpft. Link 37. In Argentinien jagten sie mit 200.000 Arbeitern den neoliberalen Präsidenten de la Rúa aus dem Amt, so dass er mit dem Hubschrauber flüchten musste. Link 38. Video ab 8,0. Seither erkämpften sie sich schon über 300 Betriebe in Selbstverwaltung, ohne Boss, und führten sogar schon eine Messe durch für Produkte von selbstverwaltenden Betrieben. Link 39. In Mexiko wird die Continental-Reifenproduktion, jetzt Neustone, schon in Selbstverwaltung durchgeführt. In Chicago führen die Arbeiterinnen von New World Windows den Betrieb in Selbstverwaltung. In Spanien setzen 500 Landarbeiter einen Großgrundbesitz. Also wir sehen, die Selbstverwaltungsbewegung in der Welt ist schon weit vorangeschritten. Bei dem Baustoffbetrieb Viome in Griechenland haben sich schon automatisch die drei Grundsätze der Basisdemokratie und der Arbeiterräte eingesetzt. Erstens. Alle wichtigen Entscheidungen trifft die Vollversammlung. Link 41. Zweitens. Der Rat ist jederzeit wieder abwählbar. Drittens. Er verdient nicht mehr als ein Facharbeiterlohn. Zitat vom Kollektiv von Viome. Link 42. Zitat Anfang. Das heißt, eine hierarchisch organisierte, von Bossen diktierte Produktion wird durch eine von der Arbeitervollversammlung in direkter Demokratie geplanten Produktion ersetzt. Die Arbeiter haben der ungleichen Verteilung der Ressourcen ein Ende erklärt. Auf der Basis kollektiver Entscheidungen wollen sie für eine gleiche und freie Bezahlung sorgen. Zitat Ende. Zitat von Kollektiv von Viome. Wenn diese Bewegung sich weiter ausbreiten wird, wie in Argentinien mit seinen 300 Betrieben ohne Boss, schließen die Räte sich dann zu Arbeiterräten zusammen und beginnen mit der Doppelherrschaft. Merkel, dann ist deine Zeit abgelaufen. Dann ist bald Schluss mit den Kriegen. Norbert Nelte, internationale Sozialist.